fangen noch rein. Ja, sowieso, meine lieben Fans. ja, danke, liebe Sarah, für die Möglichkeit, hier auszustellen. Es ist mir immer ein Vergnügen. Ja, das ist mir auch immer ein Vergnügen, hier auszustellen. Also, ich muss sagen, unsere Ausstellung hat heute schon mit viel Glück eingefallen. Und weil zwischen heißt Schaben bringt Glück, weil das Bild hier, als wir angekommen sind, das lag hier auf dem Boden, ein Haufen Schaben, und sollten wir erstmal klarschiff machen, dass das Baby, wenn das hier rumkrabbelt, ist jetzt nicht irgendwie auch noch Glas verschluckt oder so. Genau, und das heißt ja, Roma hat schon gesagt, das heißt, wenn ja etwas zerbricht, das heißt, dann wird das Bild verkauft, also das heißt, jemand, also Martin, also, wir haben es für dich ausgesucht, weil das war das Bild, wo das Glas kaputt gegangen ist, also heißt, das wird jetzt verkauft, das heißt, du wolltest ein Glück sein. Schicksal, ein Glücksbild für dein Wohnzimmer. Es ist auch nicht so kalt, es hat wirklich sehr warme Töne. Ja. Ist natürlich jetzt halt ohne Glas, aber auch besser, dann nicht so gefährlich, dass du keine Schabenhaufen bei dir auf dem Boden hast. Ja. Du bist auch nicht wie Jackson, sondern wie Waldi mit den Jahreszeiten. Ja, eben. Weil, ja, die fünf hast du fünf Jahreszeiten. Ja, nicht vier, sondern das ist noch meine Jahreszeit extra. Der Waldi hat eine Maulfäule, der ist noch nicht da. Ja, genau, das sind jetzt hier die fünf Jahreszeiten Aquarell. Und genau. Hier sind auch so lauter kleine Aquarells. Die Bilder sind auch wirklich super günstig. Ich habe dir als alles heißt zum Sonderangebot heute gemacht. Halben Preis, was die wirklich kosten, dass die Leute auch was kaufen und mit nach Hause nehmen und Freude damit haben. Also genau, jeder von euch soll dann beglückt sein, um mit einem Bild hier rumzulaufen. Genau, und hier, das ist jetzt halt meine weitere Serie, jetzt dann Acryl. Also die zwei Bilder sind jetzt Acryl auf Leinwand und die sind, das ist jetzt das Feuer und das ist das Tanz der Vampire. Also das ist auch animiert von einem richtigen Feuer. Genau, und des Weiteren habe ich hier auch Holzskulpturen, die ich ja bei so einem schönen Waldspaziergang mal gesammelt habe und die jetzt hier halt in diesen Schalen, hier die Feuerschale und die Eisschale, hier Anwendung, aber auch praktische Anwendung finden sollten, dass Kunst jetzt nicht nur etwas ist, was man an die Wand hängt, sondern hier auch wirklich fürs Wohnzimmer oder Küchentisch als Obstschale dienen kann. Genau. Und hier natürlich ja noch mein Schmuckbaum mit dem Epoxid-Schmuck. Genau. Und das ist jetzt das Kunststück des Abends. Das ist Jackson. Genau, hier ist jetzt hier der Hund von meiner Galeristin Sarah ist eben eine abstrakte Form. Genau. Das ist auch sehr wichtig für die Galerie. Der Hund entscheidet, welcher Künstler ausstellt, gegen die Werbung.